Drogen zur Bewältigung des Alltags werden ja doch immer mehr genommen. Es ist eine alte Debatte. Wir hören jetzt kritische Anmerkungen dazu von der Journalistin Kerstin Artus. Sie betrachtet das Thema nämlich unter einem besonderen Blickwinkel: Drogenkonsum zur Reproduktion der Arbeitskraft, und macht dabei eine Genderperspektive auf. Kerstin Artus. Das kann man nicht runterstellen, ne? Das Laptop. Nee, aber ich habe hier Papier und das rutscht mir runter, wenn ich das Laptop hier oben stehen habe. Kann das jemand runternehmen? Locker drauflegen ist gut. Okay, ich versuche das mal. Ja, ich sehe da schon die Konstruktion. Sieht auch gut aus, aber für mich nicht ideal. Na gut, schönen guten Tag. Schluss mit der Kriminalisierung. Drogenmärkte regulieren. Ich möchte die mir zur Verfügung stehenden 20 Minuten daher nutzen, auf eine spezielle weitere Facette der Folgen von Repression aufmerksam zu machen, die sich aus den Regularien des Betäubungsmittelgesetzes ergeben und tief verwurzelt in unserer Gesellschaft sind. Ich wurde gebeten, mich nicht ausschließlich mit dem Thema Prostitution und Drogen zu beschäftigen. Ich möchte aber dennoch in diesen 20 Minuten auch dafür sensibilisieren, dass es aus feministischer Sicht, ich komme mal ein bisschen näher, ne? Dass es aus feministischer Sicht nicht ausreicht, regulierte Drogenmärkte zu fordern. Gleichzeitig und damit einhergehend muss die erwerbsmäßig betriebene Sexarbeit entstigmatisiert und entkriminalisiert werden. Alle in der Suchthilfe, ja, danke. Alle in der Suchthilfe und in der Drogenberatungsszene Arbeitenden und Wirkenden möchte ich aufrufen, sich mit dafür einzusetzen. Dies erfordert neue Anstrengungen in der Suchtarbeit, es erfordert vernetztes Denken und mehr Solidarität, gerade weil die Drogenpolitik auch sehr männerdominiert ist. Ich möchte auch deutlich machen, warum selbst das Gender Mainstreaming dafür nicht ausreicht. Da ich erst kurzfristig für meine Vereinsmitfrau von Ragazza, Professor Dr. Katrin Schrader, eingesprungen bin, deren Referatsthema Drogenkonsum zur Reproduktion der Arbeitskraft eine Genderperspektive lautete, habe ich mich zunächst mal mit einigen Fachleuten, die heute auch auf dieser Konferenz anwesend sind, mich bei ihnen erkundigt, wie sie über das Thema Gender und Drogen denken, und habe dafür die Methode Tür ins Haus fallen angewendet, denn ich habe sie gefragt, was ihnen spontan dazu einfällt. Dafür bitte ich nochmal um Entschuldigung. Drogen konsumieren anders, versteckter, war eine Aussage. In der Prostitution wird viel konsumiert, lautete eine andere. Weiter wurde mir gesagt, dass Hausfrauen Aufputschmittel nehmen, um durchzuhalten. Aber auch Frauen werden bei illegalen Drogen distanzierter. Mir sagte auch jemand, er habe den Eindruck, dass bei härteren Drogen der Frauenanteil höher sei. In der stationären Therapie sei aber nur zu einem Drittel Frauen. Er meinte auch, dass der Konsum harter Drogen oft Missbrauchserfahrungen zugrunde legen. Vor allem junge Frauen hätten heute reichlich Stofferfahrung, bekam ich als weitere Einschätzung zu hören. Ecstasy, Cannabis, Speed, Partydrogen, und diese jungen Frauen finden das alles auch gar nicht schlimm. Warum das so sei, wollte ich dann wissen. Und hier deckten sich die Einschätzungen der Fachleute. Ich fasse mal zusammen. Eine Frau würde in dieser Gesellschaft viel mehr als ein Mann darauf geeicht, mit einem bestimmten Bild zu entsprechen. Eine Frau, die dem wie auch immer gearteten Bild nicht entspräche, müsse sich das erträumen. Legale, aber auch illegale Drogen würden dabei helfen. Die Krux sei, dass mit zunehmenden Drogenkonsum dieses idealtypische Bild immer weiter von der Realität abweicht. Der dadurch entstehende Kreislauf sei das typisch Geschlechtsspezifische. Das sei die frauenspezifische Facette von problembehafteten Drogenkonsum. Gudrun Greb, Geschäftsführerin der einzigen Einrichtung für drogenkonsumierende Sexarbeiterinnen in Hamburg, bestätigt das. Ihre These lautet: Frauen müssen sich ihr Leben lang immer benehmen. So werden sie von klein auf erzogen. Männer dürfen entgleisen bzw. aus der Rolle fallen. Das gehört zum Mannsein in der öffentlichen Wahrnehmung dazu. Fällt eine Frau in der Öffentlichkeit aus der Rolle, greift umgehend eine kollektive Verachtung.
Es herrscht dann auch schnell der Eindruck vor, sie sei leicht zu haben. Frauen werden durchweg kritischer als Männer, nicht nur von Männern, sondern auch und vorwiegend von anderen Frauen selbst so gesehen. Optisch muss eine Frau immer körperlich fit sein, die Kleidung muss stimmen. Und tatsächlich, wenn man mal darüber nachdenkt, wenn wir uns die Berichterstattung über die vor einigen Jahren an einer Alkoholvergiftung verstorbenen britischen Songwriterin Amy Winehouse und in Erinnerung rufen, oder die Darstellung der Suchtkrankheit der deutschen Schauspielerin Jenny Elvers, oder nehmen wir uns eine der bekanntesten Frauen in diesem Land, neben Helene Fischer und Heidi Klum, nämlich die amtierende Bundeskanzlerin. Und schauen wir mal das Internet danach durch, wie sie beurteilt wird. Dann ist der Anteil der Kommentare und Bilder, die sich über ihre Frisur, über ihre Gesichtszüge in abfälligster, sexistischer und erniedrigendster Weise äußern, überproportional hoch. Und es sind bei Weitem nicht nur die RechtspopulistInnen und Pegida-AnhängerInnen, die sich mit oft im Wortsinne vernichtenden Äußerungen äußern. Man muss kein Fan von Frau Merkel sein, um das zu missbilligen. Wer das aber wenigstens mit einer gewissen Genugtuung zur Kenntnis nimmt, sollte dringend hinterfragen, warum. Frauenbiografien sind oft davon geprägt. Wir müssen uns immer benehmen, wir müssen immer perfekt sein. Werbung, Zeitschriften, soziale Medien gaukeln vor, dass es doch jede schaffen kann, perfekt auszusehen. Bei nahezu jeder Frau aber läuft seit frühester Jugend immer ein paralleles Drehbuch ab, wenn sie sich im Alltag, in der Familie, im Beruf bewegt. Wie sehe ich aus? Genüge ich den Ansprüchen? Bin ich perfekt genug? Und wenn dieses Idealbild, das wir uns so zurechtschustern, nicht mit der Realität übereinstimmt, löst es massive Versagensängste und Schuldgefühle aus. Seit vielen Jahren hält das Gender Mainstreaming in alle Politikbereiche Einzug. Gender Mainstreaming bedeutet, nur noch mal zur Erinnerung, dass die Politik, aber auch Organisationen und Institutionen jegliche Maßnahmen, die sie ergreifen möchten, hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und von Männern zu untersuchen und neu zu bewerten, sowie gegebenenfalls Maßnahmen zur Gleichstellung zu ergreifen haben. Jetzt könnte ich mal in die Runde fragen, wer nach diesem Prinzip seine oder ihre Arbeit beziehungsweise ehren- oder auch hauptamtlich daraufhin überprüft und analysiert hat und tatsächlich auch danach arbeitet und fortlaufend kritisch hinterfragt, gegebenenfalls korrigiert. Ich könnte auch fragen, inwieweit Geschlechterdiversitäten bei der Arbeit berücksichtigt werden. Ich mache das jetzt aber nicht, ich möchte nämlich auf etwas anderes hinaus. Das Problem ist, dass Drogen- und Therapieeinrichtungen immer Männereinrichtungen sind. Die überwiegende Anzahl an BeraterInnen sind Männer und auch diejenigen, die Beratungseinrichtungen aufsuchen, sind überwiegend männlich. Daher bleibt diese Arbeit auch an Männern ausgerichtet. Da kann man wirklich noch so reflektiert sein. Gender Mainstreaming greift daher immer zu kurz, zumal auch Geschlechterdiversitäten, ich erwähnte das, noch einbezogen werden müssten. Aber selbst das würde nicht ausreichen. Wenig hilfreich ist in diesem Zusammenhang auch der Gesundheitsbericht der Bundesregierung aus 2015. Ihm entnehme ich lediglich, dass 11,3% der 12- bis 17-jährigen männlichen Jugendlichen und 42,5% der 18- bis 25-jährigen Männer angeben, mindestens einmal im Leben Cannabis konsumiert zu haben. Bei den Frauen lagen die Lebenszeitprävalenzen mit 8,6% unter Jugendlichen und 31,6% bei jungen Erwachsenen deutlich darunter. In der Erhebung des Jahres 2008 gaben zudem 11% der Männer und 7,5% der Frauen im Alter zwischen 18 und 25 Jahren an, auch mit illegalen Drogen Erfahrungen zu haben. Bei den 12- bis 17-Jährigen traf dies ohne ausgeprägten Geschlechterunterschied bei 2,7% der Befragten zu. Die Daten des epidemiologischen Suchtsurveys aus dem Jahre 2012 besagen, dass 27,5% der erwachsenen Männer und 18,6% der erwachsenen Frauen Erfahrung mit Cannabis haben. 7,8% der Männer und 4,8% der Frauen konsumieren außer Cannabis mindestens einmal im Leben auch andere Drogen. 6% der erwachsenen Männer und 3% der Frauen berichten einen Cannabisbrauch im letzten Jahr. Genug der Zahlen. Diese dürften in diesem Kreis ja, denke ich, eh nicht so unbekannt sein.
Aber Sie sagen auch sehr wenig darüber aus, was das für eine geschlechtsspezifische Drogenpolitik bedeutet. Diese Aufgabe hätte das Gender Mainstreaming. Und ich finde es fatal, dass die Bundesregierung diese Arbeit offenbar auch nicht geleistet hat. Das deckt sich leider mit meinen Erfahrungen über die Gleichstellungspolitik des Hamburger Senats. Auch er erfasst im Wesentlichen Daten oberhalb der Drogenpolitik, getrennt nach Männern und Frauen, sondern für seinen ganzen Haushalt. Und schlimmstenfalls führt es zu Bewertungen, die von ganz anderen Aspekten getrieben sind, vornehmlich übrigens dem Einhalten der Schuldenbremse. Gleichstellung bedeutet in der Hamburger Regierungspolitik, dass auch Männer gleichzustellen sind, und zwar dort, wo sie quantitativ in der Minderheit sind. Gleichstellungspolitik verkommt so zu einer reinen Minderheitsbetrachtung. So ist das Ergebnis der reinen Zahlenbetrachtung beispielsweise, dass es für die Freie und Hansestadt Hamburg Stellenausschreibungen gibt, in denen steht, dass bei gleicher Eignung ein Mann bevorzugt würde. Weil es in dem Bereich, wo die Stelle besetzt werden soll, weniger Männer als Frauen gibt. Hamburg ist kein Einzelbeispiel. Das möchte ich dazu noch bemerken. Wer das als erfolgreiches Gender Mainstreaming sieht, hat leider nicht begriffen, worum es eigentlich geht. Um die Analyse und Bekämpfung von strukturellen Ursachen, von Geschlechterdiskriminierung und struktureller Frauenunterdrückung. Doch zurück zur Drogenpolitik. Das Spezifische am problematischen Drogenkonsum von Frauen ist zum einen, dass die gesellschaftliche Ächtung einer Frau, die Drogen konsumiert, um ein Vielfaches höher ist als bei Männern. Zum anderen ist der Zusammenhang zwischen Gewalterfahrung, insbesondere sexualisierter Gewalt, Prostitution und problematischem Drogenkonsum besonders ausgeprägt. Prostituierte Sexarbeiterinnen sind geächtet. Sexarbeit ist in den Augen vieler ekelhaft. Wenn dann noch Drogen dazu kommen, dann wird diese Person, dieser Frau, nahezu jedes Recht abgesprochen, ihr jetziges Leben lebenswert zu gestalten. Damit wird ihr jedes Recht abgesprochen, sich selbst zu ermächtigen. Drogenprostituierte stehen am untersten Ende der Hierarchie, sagt Professor Dr. Schrader. Sie müssen sich aufgrund des Betäubungsmittelgesetzes schlechte Drogen kaufen, um fit zu sein für den Arbeitsmarkt, den Straßenstrich. Bei ihnen geht es ums nackte Überleben. Ihre Arbeit ist nämlich auch nicht anerkannt, weil, so Schrader, sie für etwas Geld fordern, was Frauen eigentlich umsonst zu geben haben. Schrader fordert daher einen Perspektivenwechsel. Sie sagt, der Grad an Ausbeutung und Gewalt innerhalb der Drogenprostitution sowie die Individualisierung und Entsolidarisierung unter den dort tätigen Frauen ist eng mit der fehlenden Anerkennung ihrer Dienstleistung als Arbeit verknüpft. Um diesem Problem entgegenzuwirken, muss sowohl in der Gesellschaft als auch bei den Frauen ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, dass ihre Tätigkeit Arbeit ist. Erst wenn aus Drogenprostituierten durch die Übernahme und Akzeptanz einer positiv besetzten Arbeitsdefinition drogengebrauchende Sexarbeiterinnen geworden sind, können neue Wege der Ermächtigung beschritten werden. Dieses Bewusstsein ist in die alltägliche Beratungsarbeit der sozialen Projekte zu integrieren und in die Außendarstellung zu implementieren. Und sie schreibt weiter, dass ein fehlender Arbeitsbegriff im Bereich der Sexarbeit unter anderem dazu beiträgt, dass diese Dienstleistung abgewertet und deutlich unter Wert nachgefragt wird. Deshalb ist es für die emanzipative Bewegung notwendig, einen solchen Begriff zu proklamieren. Und diesem Fazit schließe ich mich an. Ich möchte noch einen weiteren wesentlichen Aspekt hinzufügen. Ich denke, wir können mit einiger Sicherheit davon ausgehen, dass auch heute wieder eher über die Betroffenen geredet wird und nicht ihnen bzw. keine Drogenprostituierten hier anwesend sein dürften. Ich habe im Mai diesen Jahres für eine Reportage, die ich für die Wochenzeitung Der Freitag geschrieben habe, die Teilhaftanstalt für Frauen in Hamburg-Bilwerda besucht. Fast alle Frauen, die dort einsaßen, sitzen aufgrund des Betäubungsmittelgesetzes ein. Und viele von ihnen beschaffen sich das erforderliche Geld dafür durch Sexarbeit. Ich habe dort an einer Gesprächsrunde teilgenommen, die Frau, die ich für den Freitag porträtiert habe, dort alle zwei Wochen anbietet. Sie macht etwas, was sonst mehr oder weniger nie vorkommt. Sie lässt die Frauen reden. Sie hört ihnen zu, sie nimmt sie ernst. Auch als das Prostituiertenschutzgesetz im letzten und in diesem Jahr verhandelt wurde,
sich die Große Koalition öffentlich stritt und sich verschiedene Moralvorstellungen um die Ohren haute, lief das Thema in diversen Talkshows und wurde in mehreren Leitartikeln überregionaler Tageszeitungen abgehandelt. Ich erinnere mich nicht daran, dass jemals eine Straßenprostituierte von den TalkmasterInnen eingeladen wurde und ihre Sicht der Dinge in die Kamera sagen konnte. Ich erinnere mich nicht daran, dass jemals eine Straßenprostituierte einen Meinungsbeitrag für das Hamburger Abendblatt, die Süddeutsche Zeitung oder die FAZ verfassen durfte. Ich lasse mich aber gern korrigieren, sollte ich Unrecht haben. Professor Dr. Schrader hat für ihre Dissertation mehrere Interviews mit Drogenprostituierten geführt, die älter als 27 Jahre waren, mindestens 3 Jahre Szeneerfahrung hatten und regelmäßig illegalisierte Drogen nahmen. Schrader, die jahrelang als Sozialarbeiterin tätig war und Sexarbeiterin gut kennt, schreibt selbst: Das erfolgreiche Gewinnen von Interviewpartnerinnen erfordert Geduld und ist an die Fähigkeit verbunden, Vertrauen zu schaffen und Skepsis abzubauen. Und sie berichtet ausführlich über ihre Erfahrung unter anderem mit Daphne, 57 Jahre, Anessa, 37 Jahre, Tara, 46 Jahre, Yvette, 28 Jahre. Und über Anna, 33 Jahre, die Katrin Schrader vor allem wegen ihrer klaren Vorstellung von Recht und Unrecht aufgefallen ist. Sie beschreibt weiter, dass zum Beispiel Daphne sehr unkonzentriert war, immer wieder Wutanfälle über die Politik als solche bekommen und desillusioniert gewirkt habe. Über Anessa schreibt sie, dass sie in einer Beziehung lebt, die ihr Kraft gebe und regelmäßig mit einer Psychologin spricht. Tara wiederum hatte sich erst wenige Tage vor dem Interview von ihrem Partner getrennt und weinte oft beim Interview, sodass Schrader immer wieder das Tonbandgerät ausschaltete, weil sie oft von der Rolle der Forscherin in die Rolle der Beraterin wechseln musste. Schrader bilanziert, die Bereitschaft und die Offenheit der Frauen über ihr Leben zu erzählen, sei insgesamt sehr hoch gewesen. Ich komme zum Schluss und möchte 4 Forderungen an diese Konferenz fokussieren. Die Viktimisierung drogengebrauchender Sexarbeiterinnen muss angegangen werden. Drogen- und Therapieeinrichtungen haben hier eine Verantwortung. Wer das Ziel eines entkriminalisierten Drogengebrauchs fordert, muss auch die Forderung nach einer Entkriminalisierung und der Prostitution mit aufnehmen und in einem Atemzug nennen. Wir brauchen einen Ausbau frauenspezifischer Drogenpolitik, Arbeit und Suchthilfe. Frauen haben aufgrund ihrer Sozialisation eigene Ermächtigungszugänge und benötigen eigene Räume, um sich zu ermächtigen. Eine reine Mitnahme durch Drogenberatungseinrichtungen reicht nicht aus. Gender Mainstreaming greift zu kurz, wenn es nur quantitativ bewertet. Es läuft vielmehr sogar Gefahr, Opfer weiterer Ziele zu werden, zum Beispiel von Kürzungsvorhaben, von Zuwendungsprojekten, letztlich zulasten aller. Sperrgebietsverordnungen müssen aufgehoben werden. Auch dies muss eine zentrale Forderung in der Drogenpolitik werden. Und ich würde mir wünschen, dass meine Gedanken in den nachfolgenden Foren auch eine Rolle spielen und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kerstin Artus. Anmerkungen dazu, Fragen an die Referentin. Ja, hallo, Heike Modig. Einen kurzen, so einen Randaspekt möglicherweise. Sie sagten, dass in Bewerder alle oder fast alle Frauen wegen BTM einsitzen. Kann man das näher spezifizieren? Sind es unmittelbare Verstöße gegen das BTMG oder auch das, was man allgemein so als Beschaffungskriminalitätsdelinquenz bezeichnet? Oder? Ich habe natürlich jetzt die Urteile nicht gesehen. So, aber über 90%. Aber was es nun spezifisch genau der Grund war, aber sie sind deswegen verurteilt worden. Also die Frage, ob das empirisch irgendwie belegbar ist, die Frage ist ja, war eins der Delikte, für die die Frau einsaßen, BTM-Delikte oder ging es darum, dass sie einzig und allein wegen der BTM-Delikte verurteilt worden sind? So verstehe ich das. In Beschaffungskriminalität, genau. Nee, kann ich nicht sagen. Kann ich mich mal erkundigen und das nachreichen? Also die Frage ist ja, ob die Frauen, die dort einsitzen im Strafvollzug, ob die BTM-Erfahrung haben, ob die irgendwie da mit in dieser Sphäre drin waren, ob sie ausdrücklich jetzt gerade eine Strafe absetzen wegen BTM-Delikten. Das wäre dann noch eine weitere Spezifizierung. Bitte schön. Auch wenn der Titel des Vortrags eher um Sexarbeiterinnen ging, würde mich jetzt noch einmal interessieren,
bei dem Konsum der Drogen bei Männern und Frauen oder Jungs und Mädchen, je nachdem, in welcher Altersgruppe wir sind. Wir hatten die lange Statistik vorhin mit den vielen Zahlen. Meine Wahrnehmung ist eher so, dass Jungs Richtung Cannabis tendieren, Mädchen eher Richtung Amphetamine, Partydrogen im Sinne von 1A Diätmittel, Aufputschmittel, du kannst dich besser konzentrieren. Da sind wir wieder bei dem Punkt Leistungsfähigkeit und Hausfrauen. Ich meine, das war auch bei Desperate Housewives damals sogar schon salonfähig, dass sich eine Mama mit Ritalin dopen musste, weil das bei ihr die gegenläufige Wirkung hatte als bei ADS-Patienten. Und ob man dazu noch irgendwie ein bisschen, ob Sie die Einschätzung so teilen oder ob Sie dazu was sagen können, würde mich jetzt interessieren. Naja, also meine Zahlenreihe möchte ich mich nochmal für entschuldigen. Da habe ich im Wesentlichen den Gesundheitsbericht der Bundesregierung zitiert. Deswegen klingt das auch so stöchern, einfach um nochmal deutlich zu machen, dass Zahlenverhältnisse abgleichen allein überhaupt nicht ausreicht. Da renne ich hier vermutlich auch offene Türen ein. Und ansonsten ist mir das bekannt, klar, wie Frauen sich auch aufputschen, um durchzuhalten. Deswegen fand ich das Zitat von der Fachfrau, die mir das im Vorwege gesagt hat, auch sehr passend. Und wir wissen natürlich um den Tablettenkonsum, um die Einnahme von Aufputschmitteln, um überhaupt den Reproduktionsprozess, aber auch den Produktionsprozess durchzuhalten, das ist klar. Es war jetzt hier nicht mein Thema, deswegen habe ich das ausgeklammert. Ich habe auch die Stricherzähne ausgeklammert. Das müsste man eigentlich auch nochmal erwähnen. Ist aber sehr spezifisch, auch wegen der gesellschaftlich tief verankerten Homophobie. Deswegen habe ich das an der Stelle rausgelassen. Aber dem würde ich stattgeben. Vielleicht noch meine eigene Erfahrung, kann ich nicht so ganz in Detail gehen. Ich habe von meiner ehemaligen Arbeitgeberin, bin ich vom Landgericht Hamburg, die haben da einen Antrag gestellt, verdonnert worden, weil ich mich mit einem hohen Eurobetrag, mehr einen sechsstelligen, weil ich mich zum Thema Tablettenkonsum im Betrieb geäußert hatte als Betriebsrätin. Also wie sensibel das auch ist. Das wurde mir nicht als Meinungsäußerung leider unterstellt, sondern als Schädigung der Unternehmerpersönlichkeit. Also das zeigt auch nochmal, wie brisant diese ganze Frage Aufputschmittel im Produktionsbetrieb ist. Und Mother's Little Helper sind ja seit langem bekannt. Ja, vielleicht nur noch eine Bemerkung zu der Frage von Heiko Mordig. Ich habe keine Zahlen zur Beschaffungskriminalität, was inhaftierte Frauen angeht. Die Strafverfolgungsstatistik differenziert nach Geschlechtern, also von den gestern erwähnten 55.000 Verurteilungen insgesamt im Jahre 2014 betreffen ungefähr 9% Frauen. Das sind sozusagen die Relationen im Strafvollzug. Aber da geht es nur um die speziellen Delikte auf der Grundlage 29 folgende BTMG. Zur Beschaffungskriminalität kann ich nichts beitragen. Nee, ist klar. Gut. Eine Frage haben wir da hinten noch, die nehmen wir noch schnell. Wir sind ein bisschen im Verzug mit der Zeit, aber wir haben eine so üppige Mittagspause, dass ich denke, das ist kein Problem. Ist eigentlich recht kurz und schmerzlos, weil das Thema tatsächlich immer wieder echt unterbelichtet ist. Von daher erstmal vielen Dank für den Beitrag. Wann und wo gibt es den im Internet, dass man den verlinken und verbreiten kann? Auf meiner Website ab heute Mittag. Vorname, mein Nachname.de, kerstenartus.de. Zusammengeschrieben? kerstenartus.de, da finden wir dann weitere Details und da kann man dann ja auch sicherlich ins Gespräch kommen und drüber diskutieren. Gerne. Vielen Dank, Kerstin Artus. Ja.